Hi. In Japan gab es früher die Form des rituellen Selbstmords, genannt Seppuku. Für diesen äußerst schmerzhaften, häufig öffentlich praktizierten Selbstmord gab es unterschiedliche Anlässe. Der bekannteste ist wahrscheinlich die Wiederherstellung der eigenen Ehre bei Gesichtsverlust, beispielsweise wenn man eine Schlacht verloren hatte oder in Gefangenschaft geraten ist. Ein weiterer, weniger bekannter Grund oder Anlass war auch, um gegen seinen Vorgesetzten oder seinen Herrscher zu protestieren. Und eine milde Version davon habe ich heute auch vor, indem ich möglicherweise einen gesellschaftlichen Selbstmord begehe, und zwar indem ich mich kritisch zu den Maßnahmen der Regierung zum Thema Corona äußere. In meinen Videos geht es sonst immer mehr oder weniger um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und nur am Rande mal um das Thema Politik. Da habe ich auch lange gezögert, ob ich mich zu diesem Thema überhaupt äußere. Das ist aber nicht der einzige Grund. Ein weiterer wichtiger Grund ist, für mein Zögern ist, dass ich tatsächlich Angst hatte und auch nach wie vor Angst habe. Wenn man den Umfragen glauben darf, ist der Großteil der Bevölkerung mit der Corona-Politik der Regierung größtenteils einverstanden. Und mit denjenigen, die diese Politik kritisieren, wird seitens der Politik und auch des überwiegenden Teils der Medien nicht gerade rücksichtsvoll umgegangen. Daher glaube ich, dass ich hier mit diesem Video eigentlich nichts zu gewinnen habe, aber einiges zu verlieren. Denn ich halte es für durchaus möglich, dass dieser Kanal deswegen gesperrt wird. Das wäre nicht der einzige. Was ziemlich schade wäre, weil ich hier unzählige Stunden investiert habe. Es ist auch sehr gut möglich, dass durch dieses Video weniger Leute zu mir zum Coaching oder zur Beratung kommen. Und es ist auch sehr gut möglich, dass eine Firma, für die ich arbeite, für die ich Trainings gebe, denen das nicht passt, was ich hier sage und die mir deswegen die Aufträge entziehen. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch sehr gut möglich, dass ich gesellschaftlich angefeindet werde. Milde Versionen davon habe ich auch schon in der Realität erlebt. Es gibt jedoch etwas, was noch schlimmer ist, nämlich gegen seine eigene Überzeugung zu handeln oder still zu sein, wenn Unrecht geschieht. Also, einen Tod muss man sterben und nach langem Hin und Her habe ich mich für diesen hier entschieden. Nun habe ich zwar gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass das so, wie es abläuft, nicht gut ist. Mir ist aber klar, dass das nicht so viel besagt, aus zwei Gründen. Erstens, persönliches Überzeugtsein ist nur ein sehr schwacher Gradmesser für tatsächliche Wahrheit. So kann ich mich natürlich durchaus täuschen. Und zweitens, Extremisten bringen sich aus Überzeugung sogar selbst um. Also die gehen in den Tod und nehmen andere mit in den Tod. Insofern, Überzeugung schön, aber so viel besagt das auch nicht. Ich glaube jedoch, dass es trotzdem wichtig ist, in bestimmten Situationen seine Überzeugung zu äußern. Insbesondere, wenn es darum geht, gegen Unrecht vorzugehen. Oder wenn man so will, ist überspitzt ausgedrückt, wenn es darum geht, sich dem Tyrannen oder der Tyrannei entgegenzustellen. Dann sollte man vor allem das sagen, was man für wahr hält. Also hauptsächlich geht es hier so ein bisschen darum, mein Gewissen zu entlasten, indem ich öffentlich Stellung beziehe. Das ist aber natürlich nicht der einzige Grund, warum ich mich äußere. Ich glaube, dass man Meinungen ändern kann, ohne Manipulation. Das geht am besten durch ein wunderbares Instrument unserer Gesellschaft. Etwas, was bei dem Thema Corona aus meiner Sicht sonderbarerweise bisher ziemlich kurz gekommen ist, nämlich die freie Meinungsäußerung und eine Diskussion unterschiedlicher Sichtweisen. Die meisten Menschen sind durchaus bereit, ihre Meinung zu allem Möglichen zu ändern, wenn sie sich mit Dingen beschäftigen, von denen sie vorher noch nichts gehört haben. Oder anders gesagt, wenn sie vielleicht die andere Seite der Medaille sehen. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass das aktuell nicht unbedingt so sehr gemacht wird. Dass es halt überwiegend einseitige Ansichten gibt. Also dass da irgendwie immer was fehlt. Und ich glaube, das ist etwas, das meine sonstigen Videos ausmacht. Darin geht es ja um, wie gesagt, alle möglichen Themen, aber ganz viel um Ausgewogenheit. Und das versuche ich nun auch bei diesem Thema beizubehalten. Trotzdem kann man natürlich fragen, ob das was bringt. Ich bin ein relativ kleiner YouTuber, das ist mir klar. Und was kann ein Einzelner schon bewirken? Ich mache mir da keine Illusionen. Ja? Im Zweifelsfall bewirke ich hier gar nichts mit. Oder halt nur schädigende Sachen. Darum geht es mir jedoch nicht. Ja? Das ist nicht der Punkt. Denn andererseits, wenn ich es erreiche, dass ein paar oder vielleicht auch nur einer meiner Zuschauer sich neu mit dem Thema beschäftigt und das ein bisschen anders sieht, dann könnte es sein, dass es das wert ist. Denn man sollte seinen Einfluss zwar nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Ja, der Einfluss Einzelner ist schwer abzuschätzen und im Zweifelsfall ist er größer, als man das selbst vielleicht glaubt. Dazu passt auch, dass ich gerade letzte Woche etwas gelesen habe in einem Buch,
mich sehr beeindruckt mit dem Titel Der Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn. Grob vereinfacht gesagt ist das ein Erfahrungsbericht von einem Gefangenen in der ehemaligen Sowjetunion. Und also das war während der Zeit des Zweiten Weltkriegs und danach, also während der Zeit Stalins. Und da macht er unter anderem deutlich, dass das unterdrückerische oder das unterdrückende System in der ehemaligen Sowjetunion nur möglich war, weil sich dem zu wenige entgegengestellt haben. Was ich letzte Woche dann dazu gerade gelesen habe, war die Schilderung von einer vorbildlichen, bewundernswerten, weil unbeugsamen Gefangenen. Und der Kommentar des Autors dazu war sinngemäß, hätte jeder Bürger auch nur ein Viertel ihrer Kompromisslosigkeit besessen, die Geschichte der Sowjetunion wäre anders verlaufen. Und wenn Sie ähnlicher Meinung sind, dass die Maßnahmen der Regierung nicht in Ordnung sind, dann soll es auch eine Ermutigung sein, sich dazu zu äußern. Ich will natürlich die aktuelle Politik nicht mit der UdSSR vergleichen. Ja? Es geht mir um das Prinzip, für seine Überzeugung einzustehen, dass wir uns hier nicht missverstehen. Und um dazu auch einen sinnvollen Beitrag zu leisten, will ich ein paar Videos machen, ich weiß noch nicht wie viele, in denen ich mich halt versuche, zu Aspekten der Corona-Krise besonnen, ausgewogen und logisch zu äußern. Ja, eventuell kommen da auch noch nachrangig psychologische Erkenntnisse mit rein. Ich weiß noch nicht, wie lange das hier geht. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich das so durchhalte und mal sehen, wie auch die Resonanz darauf ist und ob es den Kanal, wie gesagt, dann auch noch gibt. Und mir geht es da vor allem darum, schlüssige und pragmatische Erklärungen zu liefern, die halt völlig unabhängig von möglichen Verschwörungstheorien sind. Idealerweise soll mein Beitrag zwischen den Extremen sein. Also etwas überzeichnet auf der einen Seite diejenigen, die Panik verbreiten und glauben, dass wir alle bald sterben, wenn wir uns nicht, keine Ahnung, nicht einschließen oder am besten noch in der Erde vergraben. Und auf der anderen Seite halt diejenigen, die alles ein Teil einer großen Weltverschwörung sehen. Ja. Wichtig ist mir dazu noch ein paar Dinge am Anfang gleich klarzustellen, um mich auch von bestimmten Dingen abzugrenzen. Schlimm, dass das anscheinend sein muss, aber bei dem Thema kommen wir, glaube ich, eher voran, wenn das klar ist. Also zuerst mal, ich bin halt kein Corona-Leugner. Ja. Ich glaube, dass es Viren gibt. Und eine Kategorie davon sind halt Coronaviren. Ja, oder wie man sie auch immer nennen mag. Ja, ich glaube, Coronaviren ist die korrekte Bezeichnung. Und eine Version davon ist halt der SARS-CoV-2-Virus. Und der ist jetzt möglicherweise auch mutiert und abgewandelt, aber den gibt's oder gab's. Und Menschen, der überträgt sich auf Menschen und Menschen erkranken daran, an Covid-19. Und diese Erkrankung kann durch den Kontakt von Menschen übertragen werden. Und diese Erkrankung dadurch kann schwer verlaufen und die kann auch zum Tod führen. Das glaube ich alles. Ja? Also ich halte diesen Virus wie viele andere Viren auch für gefährlich und potenziell tödlich. Und einer meiner besten und langjährigsten Freunde ist gerade an Corona erkrankt. Zwar auch noch an was anderem, aber der macht sich auch Sorgen. Ja? Zumindest ist das also seine offizielle Diagnose. Und er zählt auch aufgrund seiner Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Auch das war einer von den Gründen, warum ich sagte, jetzt muss es sein. Ja? Denn der hat auch gerade Sorgen, dass er stirbt. Und das finde ich ziemlich krass, muss ich sagen. Mit dem habe ich gerade gestern erst telefoniert. Gut. Oh, und ich halte mich also auch natürlich an die behördlichen Vorgaben. Ja? Also ich trage brav meine Maske, wo immer der Gesetzgeber sie mir aufnötigt. Und ich halte die Abstände ein und wasche mir fleißig meine Hände und was nicht noch alles. Ja? Das mache ich alles. Nächster Punkt, den ich auch klarstellen möchte, ist eigentlich noch absurder, dass das einer Erwähnung bedarf. Aber ich bin weder Nazi noch rechtsextrem. Ich würde mich politisch überwiegend als konservativ sehen mit einigen liberalen Ansichten. Ja, aber gut, ich verabscheue Faschismus und ich verabscheue übrigens auch den Kommunismus. Eigentlich jede Form von Extremismus oder Totalitarismus. Und damit distanziere ich mich also eindeutig von Rechtsextremismus. Und am Rande auch mal ganz eindeutig von Linksextremismus. Halte ich beides für falsch. Und zu guter Letzt, ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Verschwörung gibt, die, sei es nun von den Politikern oder von der chinesischen Regierung oder von sonst irgendwem. Ja? Ich halte das zwar für möglich, aber persönlich nicht für besonders plausibel. Ich muss allerdings dazu sagen, das liegt auch daran, dass ich mich mit den meisten Verschwörungstheorien einfach nicht wirklich beschäftigt habe. Möglicherweise auch nicht ausreichend beschäftigt habe. Insofern, das könnte sein, dass da was dran ist, aber wie gesagt, ich persönlich, das ist nicht mein Thema, und ich persönlich glaube es eher nicht. Und jetzt mögen natürlich Einzelne vielleicht fragen, okay, wo ist denn dann das überhaupt das Problem? Also worin genau besteht denn meine Hauptkritik?
Die besteht darin, dass die Maßnahmen nicht verhältnismäßig sind. Und da es tatsächlich auch Stimmen gibt, die sogar noch härtere Maßnahmen fordern, meine ich damit, also zur Klarstellung, ich halte die für überzogen und nicht verhältnismäßig. Nicht verhältnismäßig. Die Kurzform lautet, die Maßnahmen richten mehr Schaden an, als dass sie nutzen. Und zwar auf vielen Ebenen. Zuerst an Menschenleben und die Kosten auch, also die kosten mehr Menschen das Leben, sind schlechter für die Gesundheit, sind schlechter für das physische und psychische Wohlbefinden der Leute, sie machen den Menschen Angst. Und es steht in einem schlechten Verhältnis zu der statistischen Bedrohung, so würde ich mal sagen. Und sie sind auf jeden Fall natürlich schlechter für die wirtschaftlichen Belange. Und da hängen ja auch Existenzen dran. Und der Schutz der Risikogruppen ist aus meiner Sicht ebenfalls schlecht. Der könnte auch verbessert werden. Der einzige Punkt, wo die Maßnahmen vermutlich unwirksam sind, ohne es noch schlimmer zu machen, ist aus meiner Sicht die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus. Denn daran kann man nicht viel ändern. Also die nimmt nicht zu, aber aus meiner Sicht nimmt die auch nicht wesentlich ab. Also das, was wir da alles tun, um die zu verlangsamen oder einzuhalten, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Darüber hinaus halte ich noch zwei Entwicklungen für besonders bedenklich. Das erste ist die Einschränkung der Freiheit und der Rechte der Bürger, ja, sogar der Grundrechte. Und zweitens die Darstellung von und der Umgang mit abweichenden Meinungen. Das gilt sowohl für die Politik als auch für den größten Teil der Medien. Sie können sich einmal selbst fragen, ob Sie den Eindruck haben, dass es berechtigte Kritik an den Maßnahmen gibt. Und wenn Sie das für sich verneinen, dann gibt es ja eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder es existiert tatsächlich keine berechtigte Kritik, also sowas gibt es nicht. Oder sämtliche Menschen, die eine andere Meinung dazu haben, sind halt Idioten. Oder die Kritik wird seitens der Politik und der Medien nicht korrekt dargestellt, was ich glaube. Ich halte die letzte Möglichkeit für die wahrscheinlichste. Mir geht es übrigens auch nicht darum, nur auf den Politikern und Journalisten rumzuhacken. Ich kann das Handeln der Politiker und auch der Medien tatsächlich verstehen. Und psychologisch auch total nachvollziehen und auch menschlich das nachvollziehen. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, kann ich auch nicht garantieren, dass ich in der jeweiligen Situation tatsächlich besser gehandelt hätte. Und dennoch, ich halte das Verhalten für falsch. Ich halte die Maßnahmen für falsch. Ich halte den Umgang mit der Regierung, mit der Krise für falsch. Ich halte die Kommunikationsstrategie für falsch und auch das Verhalten des überwiegenden Teils der Medien für falsch. Dennoch glaube ich, dass ein großer Teil der Personen und Institutionen, die ich kritisiere, das nicht machen, weil die böse sind oder weil sie eine Verschwörungstheorie im Hinterkopf haben, sondern im Gegenteil, die haben größtenteils vermutlich gute Absichten. Nur könnte man das halt auch über die meisten Kommunisten sagen. Und dennoch führen die kommunistischen Ideen oder Ideale in den Ländern, in denen sie umgesetzt werden, im besten Fall zu Tausenden von Toten. Im schlimmsten Fall zu Millionen von Toten, und zwar aufgrund der kommunistischen Ideen, also als direkte Folge daraus. Und aus zahlreichen Interviews nach dem Zweiten Weltkrieg geht hervor, dass es im Dritten Reich auch zahlreiche Nazis gab, die bei den Verbrechen, die sie begangen haben, die besten Absichten hatten. Ja, dass das nicht falsch rüberkommt, ich muss ja sehr vorsichtig sein hier, ich will das natürlich nicht direkt vergleichen mit der Corona-Krise, sondern mir geht es darum, dass, wie Sie garantiert schon gehört haben, der Weg zur Hölle mit guten Absichten gepflastert ist. Kurz auch noch ein paar Worte zu meiner beruflichen Einordnung. Ich bin weder Arzt, noch Virologe, noch Epidemiologe oder Statistiker und auch kein Psychologe. Ich arbeite als freiberuflicher Coach, Berater und Trainer für Seminare im weitesten Sinne zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und schwierige Situationen. Das heißt, ich bin alles andere als ein Experte zu diesem Thema. Und normalerweise geht es in meinen Videos um psychologische und philosophische Themen. Mit politischen Themen oder mit politischen Äußerungen habe ich mich größtenteils zurückgehalten. Und dennoch glaube ich, dass ich etwas zu der Diskussion beitragen kann. Ich weiß noch nicht, wie viele Videos ich zu diesem Thema machen werde. Und ich weiß auch nicht, wie das inhaltlich ablaufen wird. Insbesondere dadurch, dass ich davon ausgehe, dass mein Kanal hier bei YouTube über kurz oder lang tatsächlich gesperrt wird oder diese Videos zumindest gesperrt werden, da ich mich halt überwiegend kritisch äußere. Deswegen mal sehen, wie weit ich komme. Zunächst will ich halt im nächsten Video, was ich hochlade, ein paar allgemeine kritische Anmerkungen zu der Corona-Politik loswerden. Zum Beispiel, dass die Datenbasis die Maßnahmen nicht rechtfertigt. Später möglicherweise auch ein paar von den Dingen, die wir alle im Zuge dieser Krise erleben, wenn man so will, psychologisch erkläre oder da Hintergründe für liefere. Ich glaube, das wurde
noch nicht so viel gemacht. Zumindest habe ich da im Internet nicht viel zu gefunden. Gut, das war, glaube ich, erstmal die Einführung. Im nächsten Video geht es um die zweifelhaften Begründungen für die Maßnahmen und auf welch unzureichender Basis diese beschlossen wurden. Ah, und noch um das Thema, dann natürlich damit verbunden, Verhältnismäßigkeit inklusive der negativen Folgen der Maßnahmen, insbesondere des Lockdowns. Oh, ein Hinweis noch. Ich werde natürlich auch weiterhin noch meine Videos zu den eigentlichen Themen machen. Ja, ich weiß nicht, wie viele jetzt online sind, so um die 130 Videos. Persönlichkeitsentwicklung und Umgang mit schwierigen Situationen, das ist mein Hauptthema. Das wird auch so bleiben auf dem Kanal. Nur das jetzt hier musste halt jetzt irgendwann mal sein. Gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.